Moin Moin und herzlich willkommen zum Einrichten und dem ersten Eindruck des OnePlus Nord CE 2 5G. Das Gerät habe ich im letzten Video einmal ausgepackt und euch alle Informationen dazu gegeben und nun richten wir das Gerät einmal ein und ich werde meinen ersten Eindruck und erst ein bisschen Vergleich zum OnePlus Nord CE / zum OnePlus Nord 2 geben. Wie wir sehen, das Gerät läuft auf OxygenOS 12 / Android 12. Und starten einmal den Einrichtungsvorgang. Wählen wir einmal Deutsch aus hier und starten den Einrichtungsvorgang. Allgemeine Geschäftsbedingungen müsst ihr zustimmen, sonst kommt ihr hier nicht weiter. Jetzt sucht er einmal nach Updates. Was mir als allererstes aufgefallen ist, die KIN ist weiterhin relativ groß. Wenn wir sogar mal das CE nebenhalten, sehen wir, die KIN ist sogar um einiges größer. Und das, finde ich, muss auf keinen Fall sein. Das ist ein tatsächlich großer Rückschritt. Gerade wenn man sich das CE aus letzten Jahr, das was eigentlich, sage ich mal so, ein bisschen schlechter sein sollte. Hier haben wir eine größere KIN, also das ist tatsächlich sehr stark auffällig. Machen wir einmal weiter, Daten werde ich jetzt als allererstes einmal nicht kopieren, um einmal zu sehen, wie ist es out of the box, wie ist es, wenn ihr das einfach mal so einrichten würdet. Daten werden einmal überprüft, die habe ich jetzt gar nicht eingegeben, aber er überprüft trotzdem einmal. Google werde ich jetzt auch einmal überspringen. An sich fühlt sich das Gerät aber hochwertiger an. Die Rückseite vor allem fühlt sich um einiges hochwertiger an, wenn man das mal mit dem CE vergleicht. Wir haben hier einmal Google News inbegriffen, Podcast und Google One ist einfach vorinstalliert. Jetzt möchte OnePlus noch, dass wir an Co-Creation Labs, also deren Kundenzufriedenheitsprogramm, teilnehmen. Das Ganze werde ich jetzt einmal überspringen, müsst ihr nicht akzeptieren. Einmal Passwort eingeben, hier könnt ihr dann eins auswählen. OnePlus sagt hier direkt am besten einen 6-stelligen Code, der ist einfach schwieriger zu erraten. Sage ich einmal 4x6 die 0. Er sagt, das ist zu geläufig, ich werde es jetzt aber trotzdem einmal benutzen. Ich richte das später dann noch einmal für mich ein. Jetzt haben wir den Fingerabdrucksensor, der sitzt unter dem Display, ist weiterhin ein optischer Sensor. Das heißt, wir haben eine kleine Kamera, die macht dann einmal ein Foto davon. Aus verschiedensten Winkeln sollen wir das hier einmal einrichten und dann funktioniert das dann hoffentlich. Das Ganze ist aber definitiv langsamer als die anderen Fingerabdrucksensoren von OnePlus. Jetzt möchte er noch, dass wir die Gesichtserkennung einrichten, das werde ich jetzt einmal überspringen. Das brauchen wir nicht. Schrift und Anzeigegröße passt für mich so, wir können auch OnePlus Sans auswählen. Ich wähle jetzt aber mal Roboto. Navigationsgesten oder zurück, Start und Letzte. Ich habe mich bereits an die Navigationsgesten gewöhnt. Ich finde es aber gut, dass sie auch sagen, wenn wir das alte haben wollen, dann können wir das auch weiterhin behalten. Die sollen wir jetzt einmal ausprobieren. Zurück von links nach rechts wischen. Einmal von unten nach oben, um wieder ins Startmenü zu kommen. Und nach oben und gedrückt halten, um die zuletzt geöffneten Apps anzuzeigen. Einrichtung ist abgeschlossen. Hier haben wir dann einmal das Hintergrundbild. Da hat OnePlus für jedes Gerät immer wieder neue. Gehen wir mal in die Hintergründe und schauen die uns an. Wir haben einmal das für die blaue Version. Ich gehe davon aus, dass das für die wahrscheinlich dann schwarze Version ist. Wir haben hier dann zwei Versionen und zwei neue animierte Hintergrundbilder. Der Rest ist aus der OnePlus 9er Serie und dann wahrscheinlich auch aus den anderen Nord-Geräten. Was direkt auffällt, was ich nicht mehr ganz genau wusste, wir haben hier nur Android 11 drauf. Das hatte ich bereits in der Gerüchteküche ein bisschen gehört, aber ich dachte, das machen sie jetzt nicht. Doch, sie haben hier nur Android 11 drauf und das finde ich auch im ersten Eindruck jetzt so ein bisschen, das hätte nicht gemusst. Wir haben hier OxygenOS 11.3. Ich finde aber, es ist angebracht, gerade da wir in 2022 sind und wir schon jetzt anfangen über Android 13 zu reden, das hier hätte auch Android 12 verbaut sein müssen, sonst muss hier relativ schnell ein Update kommen. Gut, man könnte jetzt argumentieren, für die Nord-Geräte aus dem letzten Jahr haben wir weiterhin auch noch kein Android 12 Update gesehen. Ich finde aber, wenn ein Gerät jetzt out of the box launcht, hätte man Android 12 verbauen sollen. Gehen wir dann noch einmal in die Kamera-App, die wir hier haben, zustimmen und fortfahren und machen einmal ein paar Fotos mit den drei Kameras. Genau, wir haben den 8 Megapixel Ultraweitwinkel, 64 Megapixel Hauptkamera und dann hier sind Zoom, aber die Ultraweitwinkelkamera, da gibt es auch noch einen Makro-Modus. Wir haben noch eine 2 Megapixel Makro-Kamera. Machen wir einmal ein Foto. So, einmal mit dem Ultraweitwinkel.
und dann noch einmal den zweifach optischen Zoom, der in der Kamera eingebaut ist. So. Zoom geht klar, sollte man nur nicht zu viel erwarten. Es ist ein optischer Zoom, zweifach. Das geht klar, aber es ist jetzt nichts unfassbar Besonderes. Hauptkamera. Auch hier sehen wir, wir haben in der Mitte, da wo fokussiert ist, gute Details zu sehen. Vor allem gerade, dass das Case hier nicht mehr in der besten Benutzung ist. Ich habe es aber auch sehr viel im Alltag genutzt, die Geräte. An den Seiten geht das auch klar, aber Ultraweitwinkel, das war das Ultraweitwinkelfoto, genau. Hätte ich mich schon gewundert, dass an den Seiten bei einem Hauptkamerafoto etwas verwaschene Details sind, aber ich finde, das geht noch klar. Also ich habe schon echt schlimmere Fotos gesehen, was an Ultraweitwinkel geht, wo die Details dann wirklich echt unfassbar verwaschen waren. Hier könnte ich zum Beispiel Super Vuk noch erkennen, aber es ist schwierig. Es ist schwierig, man könnte es erkennen, aber es ist definitiv verwaschen. Hier haben wir dann das Hauptkamerafoto. Hier haben wir dann wirklich die Details zu sehen. Hier haben wir den Fokus, der klar auf den Objekten liegt. Machen wir nochmal ein Foto mit der Frontkamera. 32 Megapixel. So, und noch einmal vielleicht ein Porträt. So. Porträt, hier scheint er noch dran zu arbeiten. Schauen wir uns einmal das normale Frontkamerabild an. Wir sehen, feine Strukturen sind erkennbar. Also hiermit kann man definitiv Selfies machen. Das wird sich dann aber im Alltag klären, wie gut und wie schlecht das dann wirklich ist. Hier haben wir dann das Porträt. Hier sieht man auch, doch hier sind die Abgrenzungen auch gut ausgewählt. Ab und zu sind da ein, zwei Haare, die da so ein bisschen rausfallen aus dem Porträtmodus. Aber man merkt, hier hat OnePlus dran gearbeitet. Das war immer so eine Sache in der Vergangenheit, wo ich gesagt habe, die AI ist da jetzt nicht so super gut bei den günstigeren Geräten. Also hier sieht man noch so ein bisschen, aber man merkt auch durch dann wahrscheinlich auch die Zusammenlegung der Technologie mit Oppo, dass daran ordentlich verbessert wurde. Allgemein, erster Eindruck des OnePlus Nord CE 2 im Vergleich zum ersten Gerät. Es wird stark auf den Preis ankommen, denn an sich haben wir das große Upgrade bei dem Schnellladen. Wir haben das große Upgrade bei den Kameras und vielleicht so ein bisschen designlich, verarbeitungsmäßig. Wir haben aber kein großes Upgrade oder vielleicht sogar ein Downgrade beim Display, weil die Displayränder, finde ich, unten richtig dick sind. Die Frage ist, wie groß wird das normale Konsumenten beeinflussen? Mich so als, Geek-Interessierter, mich stört sowas definitiv. Zweitens, Android 12 stört mich, dass es nicht verbaut wurde. Gerade wenn es jetzt heißt, wir haben ein Gerät in 2022 rausgebracht, hätte ich, finde ich, hier Android 12 angebracht gefunden. Wir haben in der Verarbeitung auch ein Upgrade bekommen, finde ich. Das merkt man gerade mit der Rückseite. Display, Rückseite. Performance-mäßig wird es interessant zu sein, wie der damalige Snapdragon hier gegen dann den MediaTek-Prozessor antreten wird. Das wird ein spannendes Gerät sein, vielleicht ein bisschen kontroverseres Gerät, aber das werden wir dann jetzt im Alltag herausfinden. Das war's mit dem Einrichten und dem ersten Eindruck des OnePlus Nord CE 2 5G. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert meinen Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann, macht's gut, bleibt gesund und tschüss.